Yo, moin Leute, willkommen zurück zu diesem neuen Grand Cross Video von mir. In diesem Video möchte ich euch so ein bisschen erklären, welche SR-Charaktere besonders gut sind und auf welche ihr vielleicht einen Fokus entwickeln solltet, wenn ihr euch überlegt, wen ihr als nächstes levelt und wen ihr als nächstes updatet. Wie gesagt, ich mag es nicht gerne Tierlist zu machen, deswegen erkläre ich nicht, welche jetzt besonders schlecht sind oder ähnliches, aber ich glaube, man kann schon einige hervorheben, die ich persönlich empfehle und ich möchte euch auch erklären, warum. Falls euch das Video am Ende gefällt, beziehungsweise ihr merkt, dass ihr irgendwas Neues gelernt habt, freue ich mich natürlich wie immer über ein Like nach oben, beziehungsweise auch über ein Abonnement, falls ihr das noch nicht dagelassen habt. Und ich streame jeden Mittwoch und Sonntag auf Twitch um 21 Uhr. Der Link ist in der Videobeschreibung, da freue ich mich natürlich auch immer, wenn Leute vorbeischauen. Aber starten wir jetzt direkt mit den Kategorien, beziehungsweise mit den Charakteren, die ich versucht habe, in Kategorien aufzuteilen. Die erste Kategorie, die mir dabei einfällt, ist PvE-Farming, also für die ganzen Materialien und Co. Dann gibt es noch Todesmatches und zu guter Letzt gibt es noch PvP-Matches. Das ist so das, worauf ich mich versucht habe zu konzentrieren. Und für PvE-Farming ist natürlich das Wichtigste für euch, dass das Ganze schnell gehen soll. Ihr wollt irgendeinen einfachen Dungeon für irgendwelche Materialien oder für irgendwelche neuen Rezepte farmen und müsst einfach jetzt auf diesen Autofarm-Button drücken, das Handy 20 Minuten beiseite legen und warten. Das wollt ihr natürlich, dass es im besten Fall nicht 20 Minuten sind, sondern vielleicht nur 15 oder 12 zumindest, je weniger, desto besser. Und deswegen ist es wichtig für dieses Autofarming, dass ihr viel AOE-Damage macht. Bedeutet flächendeckenden Schaden. Also ihr habt drei Gegner vor euch und greift mit einem Angriff all diese drei Gegner an. So kriegt ihr die natürlich am schnellsten down, besonders wenn es einfache Dungeons sind. Und das ist das Ziel dahinter. Die zwei Charaktere, die ich euch dafür empfehlen kann, ist zum einen die, die es relativ, ja, zum Anfang auch geschenkt gibt. Das heißt, die ist auch free to play. Und das ist diese nette grüne Lysok hier. Denn die hat einen Angriff, das ist der hier, wunderbar. Durchdringen Schaden in Höhe von 100% des Angriffs auf alle Feinde. Das heißt, es wird auch noch die Verteidigung ignoriert. Was ziemlich genial ist, dass sie hier sehr viel Schaden, ja, machen könnt. Und das direkt auf all die Gegner, die hier vor euch stehen. Deswegen seht ihr, habe ich sie auch zumindest auf Level 60 gebracht, höher aktuell noch nicht, da ich noch vieles anderes habe, was ich davor setze, da mir PvE-Farming aktuell noch nicht so wichtig ist. Ich glaube, ich unterschätze das ein bisschen, denn das ist wirklich viel Zeit, die da drauf geht. Und Zeit ist extrem wichtig, die ich hier gerade auch sehe, verschwende in meiner Ausdauer. Die wird also gleich als erstes eingesetzt. Ansonsten, was auch noch sehr gut ist für PvE-Farming und was viele, glaube ich, gar nicht unbedingt wissen, ist dieser heilige Weinheit hier. Denn der gibt dir gleich mehrere Boni, warum der gut ist im PvE-Farming. Das eine ist hier dieser Todespfeil, beziehungsweise auch die andere Fähigkeit. Die sind beide auf alle Feinde. Das heißt, ihr habt hier direkt zwei Fähigkeiten, die mit 120% starten und das auf alle Feinde. Plus, dass hier sein einzigartiger Skill den Durchdringschaden von euch erhöht und von allen Verbündeten in jeder Runde. Das heißt, den kriegt ihr auch nochmal hochgeballert, was natürlich auch, falls ihr ihn mit der grünen Lysok kombiniert, auch ihr zugutekommt mit dieser Fähigkeit. Das heißt, es ist auch eine sehr gute Kombi dieser zwei SR-Charaktere. Kleiner Tipp nebenher, als dritten kann man auch sehr gut den Heiligen Ritter Hauser mitnehmen, denn der hat auch hier AOE-Attacks, die auf Durchdringen basieren. Das heißt, der profitiert auch nochmal sehr stark davon. Den gibt es übrigens aktuell im Coinshop hier unten für die nur 20 Goldmünzen statt 30 Goldmünzen. Das wäre so eine Überlegung, falls ihr ein geiles Farming-Team haben wollt. Die drei passen sehr gut zusammen, gerade für die ganzen einfachen Dungeons, da sie da einfach easy durchrushen mit sehr kurzer Zeit. Das ist es auch schon zum Thema PvE. Da machen wir direkt weiter bei den ganzen Todesmatches, wer in diesen Todesmatches sehr gut ist. Wir haben jetzt zwei verschiedene Todesmatches, einmal diesen roten Dämon aktuell und den grauen Dämon. Ich fange einfach mal mit dem roten Dämon an und da gibt es einfach nur eine klare Empfehlung. Und das ist die rote Lysok. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da bist du. Bei mir leider noch nicht sehr weit oben, aber sie ist der beste Damage-Dealer, den ihr gegen den roten Dämon haben könnt. Das liegt daran, dass ihr passiver Skill einfach so unglaublich geil ist. Den roten Dämon könnt ihr ja einfrieren und versteinern und das normale rote Dämon-Team sieht ja auch so aus, dass ihr versucht, den roten Dämon jede Runde einzufrieren und zu versteinern. Und der passive Skill von dieser roten Lysok erhöht ihre Basiswerte jede Runde. Jede Runde ohne Maximum, hier steht nichts von irgendeinem Maximum bei 50% oder sowas, das heißt jede Runde um 10%, solange sie keinen Schaden erleidet. Bedeutet, solange der rote Dämon natürlich eingefroren ist oder versteinert ist, wird sie auch so schnell keinen Schaden erleiden und ja, wird dementsprechend einfach zu einem Boss, wirklich zu einem Boss gegen diesen roten Dämon und vernichtet den quasi im Alleingang. Es ist halt irgendwann krass, wenn man sieht, dass sie mit ihren, ja, grauen Ein-Sterne-Fähigkeiten, gerade mit dieser hier,
theoretisch schon irgendwie 40.000, 50.000 Damage macht und das ist wirklich eine 1-Sterne-Fähigkeit, die das erreicht. Keine Ultimate oder ähnliches, es ist einfach nur geil, sie mitzunehmen. Ich habe sie jetzt noch nicht hochgepusht, dadurch, dass man den roten Dämon auch ohne sie gekillt kriegt. Es dauert halt bloß sehr lange. Sie ist das Beste und man kann sie auch gerne mal in der Story oder ähnliches benutzen, denn sie macht ja auch im Allgemeinen viel Schaden. Der zweite Dämon ist der graue Dämon und bei dem sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Den könnt ihr nicht mehr einfrieren. Übrigens bei dem roten Dämon natürlich auch Gustav, eine der Top-Empfehlungen. Auch fällt mir nämlich gerade nochmal auf. Also gegen den roten Dämon, eine der Top-Empfehlungen, plus, dass ihr bei PvE-Farming auf diesen höheren, schwierigen Extreme-Dungeons ihn auch mitbringen könnt, um die ganzen Gegner einzufrieren, relativ easy und dadurch weniger Schaden nehmt. Das war auch mein Winning-Move gegen, ja, die meisten Dungeons, die ich auf Extreme das erste Mal gespielt habe. Ich brauchte Gustav, ansonsten habe ich die Dungeons nicht geschafft. Hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen in diesem Bereich, Gustav. Richtig, richtig geil. Der hat auch mehr Liebe von mir verdient. Der wird auch noch mehr Liebe in Zukunft von mir bekommen. Und wie gesagt, den roten Dämon friert ihr damit ein. Er ist der, ja, Matchwinner gegen den roten Dämon, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst beim Farming. Plus die Elisa Hawk, beziehungsweise plus die Lys Hawk, die rote, ist eine richtig geile Kombi für den roten Dämon. Grauer Dämon, wie gesagt, da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Eure Damage-Dealer sind leider keine SR-Charaktere, aber ihr könnt einen Supporter haben, der SR-Charakter ist. Das ist der grüne Gildhander und er ist einfach der, ja, Supporter in den Kampf gegen den grauen Dämon dank dieser Fähigkeit. Mehr von ihm wollt ihr gar nicht. Das ist das Einzige quasi, was ihr von ihm wollt. Für den grauen Dämon sind diese 30% Angriffsboost für 2 Runden um euren Damage-Dealer, also euren King, den ihr hoffentlich habt für den grauen Dämon, das wäre sehr empfehlenswert, den zu haben, und euren Meliodas, der ja auch optional ist, beziehungsweise der zweite Damage-Dealer, sehr geil, dass man ihn quasi mitnehmen kann und ja, so den grauen Dämon ein bisschen einfacher farmen kann. Für PvP ist der übrigens auch gut, aber da komme ich gleich nochmal zu sprechen. Der letzte Charakter, den ihr haben wollt, um die Todesmatches zu farmen und euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen, ist dieser Ritter von Danafor Kain. Sein spezieller Bonus ist der passive Skill, das heißt, den Kain wollt ihr nur als Sub mitnehmen. Ihr baut also ein Team aus 3 Charakteren, nehmt Kain als Sub mit und habt dann diese Fähigkeit, extremer Konter, der alle angriffsbezogenen Werte um 10% erhöht, aber nur in Todesmatches. Das heißt, er ist wirklich nur für die Todesmatches gut. Das heißt, es reicht auch, ihn auf SSA zu haben. Ihr braucht nicht mehr für ihn. Ihr müsst nur einmal diese Kampfklasse auf 16.000 knacken, den passiven Skill freischalten und seid dann happy mit ihm, dass ihr diese 10% Angriffsboost extra habt. Sowohl gegen den roten Dämonen sollten eure Charaktere nicht sterben, als auch gegen den grauen Dämonen. Das heißt, es ist egal, dass das ein relativ schlechter Sub ist mit, ja, Skills, die ihr nicht gebrauchen werdet gegen die beiden Dämonen. Sein passiver Skill vereinfacht euch das Ganze, macht das Ganze gegen den roten Dämon schneller, macht das Ganze gegen den grauen Dämon sicherer und dementsprechend ist das ein extrem netter Sub, ihn mit dabei zu haben. Also, der ist auch besser als jeder SSR-Charakter in dem Sub-Bereich, würde ich jetzt einfach mal so spontan behaupten. Ihn mitzunehmen ist ganz, 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 ganz wichtig und das Besondere ist, es reicht, wie gesagt, ihn auf SSR zu haben, auf Level 50. Ihr müsst also nicht viele Materialien in das Erwecken von ihm stecken. Großer Vorteil, bin ich großer Fan davon, dass ich den Kain endlich habe. Der letzte Bereich ist PvP und da möchte ich eigentlich nur einen Charakter erwähnen, den ich vorhin auch schon erwähnt habe und das ist der grüne Gildhander. Den möchtet ihr in PvP aber auch nicht als einen eurer 3 Teammitglieder mitnehmen, sondern auch hier nur als Sub. Und der Grund ist mal wieder sein passiver Skill, genauso wie es auch schon bei Kain war. Und das ist, dass ihr in PvP 30% extra auf eure Verteidigung kriegt, beziehungsweise ja für alle Verbündete. Also wirklich fetten Boost auf die Verteidigung. Die Gegner kriegen euch viel schwieriger down. Und dementsprechend ist er auch einer der besten Subs, die ihr im PvP mitbringen könnt. Bei mir ist er in jeder Runde mit dabei und ich würde ihn an eurer Stelle nicht vergessen. Viele nehmen einen 4. Sub mit, der auch Damage dealen kann. Sowas wie dann Diane, keine Ahnung, den roten Bahn oder ähnliches. Ich bin mehr Freund davon, dass meine 3 Charaktere direkt sich darum kümmern, die Gegner auszuschalten, ohne dass einer von meinen 3 stirbt. Und das klappt aktuell auch ziemlich gut, wobei bei PvP höre ich von aktuell eigentlich noch niemanden, der da großartig Probleme hat, hochzukommen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber da kommt man jetzt gerade so bei Silber, Gold und ähnliches relativ gut voran, außer man trifft mal auf so einen richtig kranken Spieler, der plötzlich so eine, ja, Kampfklasse von 90.000 hat und das ohne Ausrüstung, easy. Da stirbt man natürlich sofort und hat jetzt keine Chance gegen den oder ähnliches, aber der grüne Gildhander ist der Charakter, den ich auch komplett aufwerten würde, beziehungsweise den ich auch versuche jetzt als nächstes auf 70 zu bringen, um meine Kampfklasse weiter zu pushen und um vorbereitet zu sein auf den grauen Dämon.
Das sind also, ja, all meine Tipps an SR-Charakteren. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video mitnehmen. Wie gesagt, wenn euch das Video geholfen hat, vergesst nicht, das Ganze zu liken. Ich freue mich über jeden Like, der reintrudelt. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Das war's von mir, eurem Sonius94.